Harley hat Batman also kontaktiert mit, keine Ahnung, einer Brieftaube und einem USB-Stick? Und so kamen wir an das Video? Babs, Hilfe. Glauben wir, das ist echt? Bruce hat sowas nie erwähnt. Bruce hat nie was gesagt, wenn er mit Verbrechern gearbeitet hat. Ja, liegt nicht an dir, Tim. Aber es ist auch denkbar, dass Harley das erfunden hat. Spiel's einfach ab. Dann sehen wir schon. Hi, Betsy. Wer ist her? Ist komisch, denn ich habe gehört, dass du tot bist. Oh Mann. Wie auch immer. Ich hab, was du wolltest. Hoffe, du bist nicht deswegen tot. Besuch mich doch mal in Blackgate. Oh. Ah, sie ist im Gefängnis. Cool. Warte. Oder? War Harley Quinn nicht weg aus Gotham? Also seit, naja, ihr Ex? Mich getötet hat? Meinst du das? Angeblich hat sie was für die Regierung gemacht. Etwas Legales. Sie hat irgendwas. Na, dann gehen wir zu Harley. Jetzt. Was Bruce Wayne haben wollte oder Batman? Spannend. Auf der Beweistafel sind neue Daten. Okay. Hallo, Alfred. Ist, wir sollten dieser Harley-Sache nachgehen? Harley ist krank im Kopf, aber es bleibt ein genialer Kopf. Sie hat vielen Leuten geholfen, bevor sie... Ja. Vorher war sie Doktorin. Sollte sie Batman helfen? Oder uns? Bruce hat Kriminellen immer eine Chance gegeben, sich zu ändern. Vielleicht hat sie ans Aufsteigen gedacht. 2 Sekunden. Ja. Harley Quinn hat eine seltsame Nachricht geschickt, in der es heißt, dass sie das gefunden hat, warum Bruce sie bat. Wir sollen sie in Blackgate treffen. Stellt ein wenig suspekt, aber wir müssen hier der Spur nachgehen. Batman und Harley haben gemeinsam an etwas gearbeitet. Möglicherweise hat es etwas mit seinen Nachforschungen über Langstrom zu tun. Nächster Schritt nach Blackgate und mit ihr reden. Ah, Blackgate war doch das Gefängnis, oder? Wie kommt sie denn an Sachen, wenn sie im Gefängnis ist? Okay, es ist Gotham. Never mind, aber... Ich glaube, da kommt man an alles ran. Bad Computer. Begib dich nach Blackgate und suche sie in Zellenblock 3 auf. Ja, das ist das Gefängnis. Okay. Ritterschlag. Das sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Fähigkeiten. Oh je. Ja, auch noch ein paar Sachen. Mit den Schaden von Nightwings Angriff aus der Luft um 20%. Erhöht Nightwings Verteidigung und Resistenzen um 10%. Zusammenarbeit mit Verbündeten gewährt ihm zusätzlichen Boni. Werden die irgendwann mal richtig zusammen auch kämpfen? Oder gilt das nur für online? Ah, die müssen ja sicherlich auch mal zusammen kämpfen. Wird ja sicherlich nicht immer alleine sein. Ich glaube, für Angriff auf der Luft machen wir auch nicht so häufig, ne? Machen wir das hier. Familienbande. E-Mail-Nachfrage. Der Tod ist in unserem Geschäft etwas Seltsames. Ach, von Clark Kent, na Mensch, sind sie alle hier. Wir sind jeden Tag mit ihm konfrontiert, unsere Freunde. Sag mal, Clark Kent ist eigentlich auch tot, ne? Also, tot. Da kommt er auch wieder. Und ich freue mich sehr, dass Henry Cavill Superman wieder spielen wird. Freue mich auch sehr, sehr drauf. Wir sind jeden Tag mit ihm konfrontiert. Unsere Freunde sind ständig in Lebensgefahr und doch sind wir nie auf ihn vorbereitet. Er fühlt sich immer plötzlich an, als würden wir ihn nicht kommen sehen. Ich glaube, Bruce sah ihn kommen. Ich denke, darum hatte er so eine Dringlichkeit an sich, stand immer so unter Strom. Er wusste, dass an dem Tag, an dem er die Maske aufsetzte, einkaufte und einsetzte, dass das Risiko, das er einging, ihn irgendwann einholen würde. Ich habe Bruce aus vielen Gründen respektiert, aber das war einer der größten.
Er wusste, dass es seine Zeit in dieser Welt begrenzt war und er war entschlossen, so viel zu bewirken, wie er konnte, solange er da war. Ich bin traurig, dass Bruce weg ist, aber meine Freude darüber, dass es ihn überhaupt gab, überwiegt bei weitem. Ich hoffe, dass du daran etwas Trost findest. Gotham News Network Online. Vielen Dank, dass Sie Ihre Schlagzeilen abonniert haben. Einen kostenlosen Dienst für Abonnenten. Wo ist Batman? Batman-Sichtungen waren schon immer eine Art Zeitvertreib für die Bürger von Gotham und eine beliebte Touristenaktivität. Doch in letzter Zeit blieb ihre Jagd nach dem perfekten Foto für ihre Social Media Konten erfolglos. Oh mein Gott, stellt euch das mal vor. Um das Markierungen in den sozialen Medien zu schließen, ist wurde Gothams wichtigster Rächer Batman seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen. Man fragt sich, wieso? Während die Zahl der Sichtungen einiger bekannter Verbündeter dramatisch angestiegen ist, ist Batman verschwunden? Ist Gothams maskierter Rächer etwas zugestoßen? Kommentar: Gotham braucht Schurken. Es muss einmal gesagt werden, Schurken sind gut für Gotham. Die Aufräumer und Bauarbeiten, die regelmäßig im Gefolge des jeweils letzten Komplotts zur Übernahme der Stadt stattfinden, beschäftigen jedes Jahr Dutzende, wenn nicht Hunderte der Einwohner Gothams aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet. 3 Verletzte nach Social Media Trend. Das wundert mich nicht. Ein Geheimversteck ist es nicht, aber 3 Möchtegern-Helden sind dabei, das Gotham General zu ihrer Operationsbasis zu machen, während sie sich von den Verletzungen erholen, die sie letzte Nacht erlitten haben. Ein neuer Social-Media-Trend namens maskierter Rächer-Herausforderung fordert Teenager auf, sich als Held zu beweisen, indem sie... Schade, hätte ich gerne weitergelesen. Ich will es ehrlich gesagt auch nicht wissen, ne? Oh Mann. Ein Kleiner. Von Dick. Auf dem Weg zum nächsten Kurs und tippe wie verrückt, um zu fragen, was du nächstes Wochenende machst. Ich habe eine kleine Pause und dachte, wir könnten einen Kaffee trinken. Ich komme bis Sonntagabend zurück nach Blüthaven, um ein paar Leute zu besuchen und dachte, vielleicht wärst du gerne einer davon. Also du wartest an einer deiner berüchtigten Racen-Notfälle. Hast du die alten Super-Flitzkugeln irgendwo gesehen? Ich habe von einem Freund gehört, dass er in Blüthaven ist. Stell dir mal vor, gar nicht gut, wenn die großen Jungs nach uns suchen. Also Vorsicht, Bridget. Okay. So. Das haben wir ausgerüstet. Oh. Oh. Of the Future Anzug. Gibt mehr, viel mehr Kraft, haben wir eigentlich noch nicht gesehen. Stufe 3. Der hat aber nochmal ein bisschen mehr Verteidigung. Ah, nehmen wir mal den hier. So. Ritterschlag. Oh Gott, hier ist immer so viel. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles machen soll. Kann ich irgendwas Neues herstellen? Anzug. Schwunganzug. Sieht aber auch interessant aus. Nahkampf. Würde ich sehr gerne machen. Und ausrüsten, bitte. Sehr schön. Fernkampf. Oh, haben wir da dann die schlechteren Sachen ausgewählt? Verdammt, ich muss hier mal reingucken, bevor wir neue Leute auswählen. So. Was ist das hier Schönes? Talias Worte über die Liga sind besorgniserregend. Wenn sie wirklich keinen Anführer hat, dann sind sie absolut unberechenbar. Meinst du, sie geben zur Abwechslung mal Ruhe? Besuch ihn doch. Ich soll was? Er ging zu deinem als... Besuch doch sein Grab. Du gehst auch nie. Ich starre ja auch nicht auf das da. Manchmal bist du echt ein Idiot, Grayson. Batman ist erst vor 3 Tagen gestorben. Was ist denn mit euch? Wir waren vor 3 Tagen erst auf der Beerdigung, Mensch. Irgendwie mögen sich die Beine nicht so, ne? Ich hab schon wieder eine neue E-Mail, meine Güte. Was soll denn das immer mit diesen E-Mails? Heilige Scheiße. Sean Sung. Ich habe wirres Zeug über Batman gehört und diesen verrückten Superman in Blüthaven gesehen.
Da sehen wir Superman auch noch in dem Spiel. Stimmt das, dass er weg ist? Ist was passiert? Alles okay mit dir? Ich weiß schon, dass wir nicht unbedingt, egal und wichtig, ich will nur wissen, ob es dir gut geht. Wenn du in Gotham bist, könnte ich mit dem Bus kommen, falls du wen brauchst. Ich weiß nicht, wer Sean nochmal war. Falls er irgendein Bekannter war. So. Ich würde... Mit wem wollen wir denn zu Harley gehen? Ich würde irgendwie gerne mit Batgirl zu Harley gehen. Ich würde die anderen beiden auch nochmal sehen. Ich gehe jetzt erstmal mit Batgirl. Zwei Ladies, die sich dann mal unterhalten können. So, ich schau mal. Wir haben wir doch bestimmt auch noch mal ein paar Punkte, die wir ausgeben können, schätze ich. Anzug. Oh. Ja, hier haben wir auch noch mal was Besseres. Ah, ja. So, was haben wir hier? Erhöht Batgirls Grund-LP? Ja, das würde ich gerne machen. Aber auch sowieso keine Punkte mehr. Was hat die Batgirl für einen schweren Nahkampfangriff aus, der massiven Elementareffektschaden verursacht? Kann ich das... nee, kann ich noch nicht freischalten, ne? Herausforderung abschließen, Abwehrbrecher, okay. So, hier können wir sicherlich auch noch ein bisschen was machen. Nahkampf. Ah ne, gerade nicht im Inventar. Oh gut. Da haben wir gerade nichts. Okay, dann können wir wohl immer nur für ein Watt herstellen. Das sollte ich mir merken. Weil wir ja nur diese Dinger immer haben, also von den Koffern da, die wir finden. So, vorsichtliche Verbrechen und finde und besiege dann Freaks Bulldozer. Okay, 5 davon müssen wir besiegen, dann kriegen wir die Herausforderung. Oh je, das ist echt eine Menge. können wir sonst noch was machen? Karte. Ausrüstung. Ja, hier will ich nochmal reingucken. Fernkampf. Oh ja, das bitte auswählen. Anzug sollte so passen. Herstellung können wir eh nichts machen. Mods. Oh mein Gott, was ist das alles? Keine Ahnung, ich hab's ausgewählt. So, das ist ein bisschen viel am Anfang. Farbkombination. Können wir auch noch alle freischalten. Maske. Oh. Nimm mal die Symbole. Meine Güte, gibt's auch eine Menge, was man machen kann. Der gefällt mir ganz gut. Handschuhe. Ah, hier, den Spikes. Hier nehme ich auch mit den Spikes. Ah, neuer Wächter, Titan. Das sieht auch cool aus. Damit hat es ein bisschen was von Ra's al Ghul. Freibeuter Metall of the Future. Joa. Lassen wir das mal so. Ansonsten müssten wir, glaube ich, hier alles erstmal haben. Haben wir beim Training noch irgendwas Neues? Ein Riesenmordfall, Talia und jetzt Harley Quinn? Der Urlaub bleibt wohl gestrichen. Eine Grundlagentraining weiterhin. Ja. Gut, dann gehe ich wohl mal wieder. Let's go. Oha. Sehen wir fast schon ein bisschen aus wie Catwoman in weiß ich nicht, in einer Future-Variante oder so. Auch krass. Bin auch gespannt, ob wir Catwoman und so weiter, die ganzen Charaktere dann auch nochmal sehen. Aber wenn wir jetzt schon mal Harley haben, bin ich mal sehr gespannt. Aber vorher mache ich nochmal eine ganz kurze Pause, bevor wir ins Gefängnis reingehen. So, dann wollen wir mal rein ins Gefängnis.
Wohl erstmal dahin fahren müssen, glaube ich. Boah, die Kulisse sieht aber auch echt geil aus. Ich konnte mal noch mal ein Foto machen. Hier, Fotomodus. Ah. Jetzt ist nur die UI mit drin. Schön. UI verbergen. Ah. Das hat doch was. Kann ich direkt als Thumbnail oder sowas nehmen für YouTube dann später. Zack. Sehr schön. So. Dann wollen wir mal 700 Meter. Ins Willig geht Gefängnis. So, ich hole mal lieber mein Fahrzeug. Ich gehe ein bisschen schneller. Musik lang. Ich muss drehen. Ah, jetzt wird mir die Markierung auch mal angezeigt. Schön. Hey, ich muss wieder zurückfahren. Ed! Will mich das Spiel hinführen. Ah, unten lang. Strange, aber okay. Oh Gott. Ich muss mal hier durch. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, hier einfach so durchzupreschen. Viele miese Leute. Ich meine nicht nur die Insassen. Geh mal lieber hier oben hin. Kommen wir da einfach so durch? Hallo Jason. Willkommen zurück. Ja, da dachte ich mir doch schon fast. Ich hätte da oben bleiben sollen. Das sind wahrscheinlich die ganzen GCPD, Blackgate-Typen, ne? Blackgate war zu Kolonialzeiten ein Fort. Das Gefängnis wurde darauf aufgebaut. Na, ich sehe schon. Stimmt. Ich hab mal was darüber gelesen. Was denkst du? Ich habe die Baupläne gefunden und Unstimmigkeiten entdeckt. Im Westen könnte sich ein Eingang befinden. Verdammt. Nein, du hast mich nicht gesehen. Ich mach mich auf den Weg. Verdammt. Nicht gut. Leg die Hände schlank darüber den Kopf. Mit wem redest du? Ich würde gerne da oben drauf und das beobachten, aber... Geht leider nicht. Scheiße, das muss ich mir ansehen. Oh, hallo! Verdammt. Nein. Ach, Mann. Ah, ihr wollt da auch nicht rein. Shit. Tschüss. Oh, Mann, ich wollte mich da vorbeischleichen. Nee, wir sind Bad Girl, nicht Bad Woman. Oh, Mann. Wir sind richtig am Arsch gerade. Weil GCPD mag uns mittlerweile auch nicht mehr. Na, ja, das war fast sneaky. Ah. Oh, ich muss da unten irgendwie lang. Ah, okay, Spiel sagt mir das doch. Hätte ich mir das auch sparen können. Ja, das geht natürlich schneller. Warum nicht gleich so? Immer dran denken, nicht auf dem Weg stolpern. Ein weiterer toller Hinweis von Nightwing. Dankeschön. Werde ich mir merken. Gedrückt halten, um deine Fähigkeiten einzusetzen. R1. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir das Neue, was wir jetzt freigeschalten haben, irgendwie mal verwenden können.
Aber da unten war nichts weiter. Versteckte Kiste oder so. Ah! Eigentlich gesehen. Wie kommen wir denn da hin? Da irgendwie rüberspringen. Oder festhaken geht auf jeden Fall nicht. Ich sehe da die Kiste da hinten. Ja, vielleicht kommen wir da noch hin. Glockenturm, bin drin. Suchen wir Harley. Das X auf ihrer Karte entspricht Zellenblock 3 hinter Nexus. Aber die Wärter haben dort ihre Patrouillen eingestellt. Das heißt, dort ist alles möglich. Alles klar. Ich bin vorsichtig. Öffnen. Sehr unauffällig. Aber einen der Ausbrecher erwischt, nicht hingefallen. Da ist er da. Jeden Tag mehr Kaninchen. Für den Scheiß krieg ich nicht genug Geld. Das tut keiner von uns. Wir stecken ihn in Einzelhaft und schicken den Arzt rein, damit er ihn sich anschaut. Ich kann ihn nicht ausstehen. Du weißt, dass der Fluchtversuch ihm noch mindestens 2 Jahre einbringt. Ja, jetzt hasse ich ihn noch mehr. Wo war aber noch eine Kiste? Da unten. Ah, wieder zu der Kiste. Das ist ein anderer Typ. Hier, geräuschlos. Erstmal ausschalten. Ich hoffe, die anderen sehen das nicht. Kiste! Kiste? Hier. Nice. So. Ich würde erstmal den anderen ausschalten. Danke für den Sound Alert. Wir können den Luftangriff machen, aber der ist wieder so laut. Kann ich die nicht irgendwie separieren? Was kann ich denn damit machen? Überlastung durch Hacking. Bertgel kann die Schalttafel zum Explodieren bringen, um Gegner in der Nähe Schaden zuzufügen. So. Das ist natürlich schön. Tja. Ich glaube, die teilen sich wohl nicht auf, oder? Kann momentan nicht so wirklich viel mit ihr machen. Na komm, Luftangriff. Man könnte bestimmt auch dran vorbeischleichen, aber hey. Lass die Schalltafel auf den Boden fallen und lockt Gegner in der Nähe an. Aber wie? Ich glaube, das müssen wir erstmal noch freischalten. So, da ist noch eine Kiste. Batgirl ist Barbara Gordon, also die Tochter von Jim Gordon, der hier auch tot ist. Also gefühlt sind die alle tot irgendwie. So, noch eine Kiste übersehen? Nein, sollte so passen. Hier ist Sam Block 3. Hallo, Freunde. Fertig.
Oh, shit. Bam. Kriege ich meinen Schnürsenkel? Eigentlich überhaupt einen Schnürsenkel? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, mit dem Anzug nicht. Nice, Stufenanstieg. Cool. Holly, ich komme. Am Mikro? Ich glaube ja. Nee, Robin ist irgendwie gefühlt erst 12 und ist einfach Robin. Dann haben wir noch Nightwing, mit dem ich gerade gespielt habe. Also man kann die immer wechseln. Jetzt halt gerade mal wieder Batgirl. Und Red Hood hat man noch, der ein bisschen aussieht wie... sieht ein bisschen aus wie Deadpool. So, unten sind noch welche. Ist hier irgendwas versteckt? Noch mehr Gegner? Ah, okay. Luftballons und ein Aufstand? Harley kann nicht weit sein. Na dann, let's go. Oh, nein! Vermeide Schaden. Ja, lauf doch nicht ins Feuer rein, Mann. Komm mal her. Bam. Weg mit dir. So, noch einer. Danke für den netten Empfang. Tja, über die Ballons. Pfeffentliche Klopapier? Ja. Die zünden Klopapier an. Haben sie wohl zu viel davon. Ja, Harleys Spuren. Eine Menge. Hallo, Harley. Sonst noch irgendwas hier versteckt? Nee. Batgirl. Wollen wir quatschen? So unter Mädels? Deswegen hat Batgirl rausgewählt. Oh ja, genau deshalb bin ich hier. Mhm. Was zu viel verlangt, mich früher zu besuchen. Du hast Informationen für Batman. Erzähl. Warte mal ganz kurz. Das heißt ja, dass Bats tot ist. Wirklich? Nun gut. Er wollte, dass ich Täterprofile erstelle, weil ich ja eine geniale Psychiaterin bin. Hm. Und du hast zusätzliche Erfahrung als echte Täterin. Hey, ich bin nicht kriminell. Ich bin nur missverstanden. Natürlich. Wie alle anderen auch. Spielchen, Harley. Sag mir, was du weißt. Alles steht hier drin. Im Buch. Aber es fehlt noch das Pièce de Résistance. Ich kann leider kein Französisch. Du musst noch jene Karte zurückverfolgen. Dann ist es perfekt. Mhm. Oder
Du gibst mir jetzt einfach gleich das Buch. Das sollte im Archiv sein. Okay. Tschüssi. Ja gut, glaubst du einfach, kommen wir da nicht ran. Wäre ja auch zu einfach.